habe eine Frage genau zu dem Thema, dass man sich in der Geldpolitik geeinigt hat, das zusammenzumachen und in der Fiskalpolitik aber nicht. Wie ist deine Meinung, lieber Jens, dazu? Also letztlich muss das System so funktionieren, dass verantwortlich entschieden wird, dass eine solide Politik betrieben wird. Und das passiert eben nur dann, wenn diejenigen, die entscheiden, auch die Folgen ihrer Entscheidung auch tragen müssen. Also Haftung und Kontrolle gehören zusammen. Und insofern ist das für mich bei der Weiterentwicklung der Währungsunion auch der entscheidende Punkt. Und ich kann dieses System im Grunde auch umsetzen mit dezentral, national organisierten Haushaltspolitiken. Das war ja der Ansatz von Maastricht damals, dass man gesagt hat, wir haben nicht die Kraft, die politische Union jetzt zu beschließen. Das heißt, wir arbeiten weiter mit unabhängigen oder national eigenständigen Fiskalpolitiken.